Nein! Enderman, nicht angucken. Der kann uns so schnell ausnocken. Vor allem, wenn unsere Rüstung kaputt. Darin, let's play. Ja, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Minecraft-Episode. Ja, wir haben die Minen verlassen, die Minen von Morinine verlassen und sind hier jetzt in einer Monsterschlucht. In eine Monsterschlucht geraten, sagen wir es mal so. Dann macht der Satz auch komplett Sinn und ist auch grammatikalisch korrekt ausgeführt. Da kann sich nicht mal mein alter Deutschlehrer beschweren, der mich ja sowas von gehasst hat. Also ich weiß nicht, ob er mich gehasst hat. Also gehasst würde ich jetzt nicht sagen, aber... Aber ich war jetzt nicht so der Deutschschüler. Ich war mehr so der Mathe-Schüler und in Deutsch, ja, ich sag mal so. Der, die, das konnte ich noch auseinanderhalten, aber das war's dann auch. Wenn du mich jetzt fragst, was ist Akkusativ, Projekt, Nomen, Gedöne oder was ist Dativ, Genitiv, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe. Das konnte ich früher nicht, das kann ich jetzt noch nicht. Muss ich auch nicht können. Ich will es auch nicht können. Ich will ja nicht als Deutschlehrer irgendwo unterrichten. Vor allem unterrichten, denn neuerdings in dieser Zeit, da tun einem die Lehrer schon leid. Das war ein versteckter Reim, das musste leider sein, aber ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, ohne jetzt hier irgendwelche Reime von mich zu geben. Die Schüler, die werden ja immer, habe ich mir zumindest von so einer angehenden, geil, von so einer angehenden, Dingsdabumster, wie heißt das? Die da Lehrer werden wollen, wie heißt das? So eine angehende Lehrerin, ja, das heißt anders. Oh Gold, cool. Meine Fresse, hier gibt's auch alles. Von so einer, auf Lehramt, genau, die studiert Lehramt, so heißt das. Und zumindest an der Schule, wo... Und zumindest an der Schule, wo die unterrichtet, da hat die gesagt, da sind solche, ich sag mal, ich zitiere, Drecksblagen. Das sind nicht meine Worte, ja. Puh, boah. Die lassen sich überhaupt gar nichts von den Lehrern sagen. Das war bei uns damals, also bei uns, bei mir damals in der Schule ganz anders. Wenn da der Lehrer gesagt hat, seid mal bitte ruhig, dann waren wir auch ruhig. Und da müssen die schon zu dritt auffahren und rumschreien, sonst hören die Schüler gar nicht zu. Das ist dann so eine Art Schreiwettbewerb, Schüler versus Lehrer. Und wer lauter schreit, der hat dann was zu sagen. Schon wieder Diamanten, meine Fresse. Hab ich da gerade schon gesagt? Ich freue mich schon gar nicht mehr über Diamanten. Das ist viel too much, was wir hier finden. Oh, komm, Lapis Lazuli. Puh, ja. Ey, wir finden hier unten alles. Das ist, ich glaube, wir sind im Paradies gelandet. Das ist das Paradies. Alles finden wir hier. Von Eisen über... Ja, verdammt, was werfen wir weg? Was werfen... Diorit. Erstmal die ganz unwichtigen Sachen, bis wir nachher nur noch Rohstoffe im Inventar haben und nichts anderes. Alter, guck mal, wie viel da gedroppt wird von dem... Mal eben so ein Steck Lapis-Lazuli. Geht's noch? Boah, ich habe unter mich gebuddelt. Das wollte ich ja eigentlich nicht mehr machen. Das ist ja auch gefährlich. Da gehst du so schnell drauf bei, wenn du Pech hast. Oh, verdammt. Können wir das da oben irgendwie zubauen? Ja, das... Gut, das können wir da oben zubauen. Das mache ich gleich auch. Ich möchte nicht verrecken. Wegen so einem Mist. Aber Diamanten. Naja, man kann ja nicht immer vier Brocken finden. Diesmal haben wir nur einen Brocken gefunden. Und da waren einer drin. Toll. Hat noch niemals Glück geprockt. Wir haben eine Truhe dabei. Das ist eigentlich nicht schlecht. Kann man was in der Truhe... Nee, kann man nicht. Ich will gar nicht weiterdenken. Ich habe mir gerade gedacht, kann man nicht was in der Truhe platzieren und dann hier Dingsbums weiterlaufen? Aber geht nicht. Was laber ich denn hier? Was in der Truhe platzieren, weiterlaufen? Was in der Truhe platzieren, die dann abbauen und dann weiterlaufen. Aber wenn man die dann abbaut, dann ist da nichts mehr drin. Da wird ja alles, was da drin ist, gedroppt. Das war mein Denkfehler. Ganz kurz. Da merkt man auch wieder Minecraft-Pause, ne? Perfekt. Die ist zugebaut. Die Lavaquelle. Dahin ist schon wieder Lapis Lazuli. Aber wir haben so viel davon. Ich glaube, ich nehme nicht mehr mit, oder? Vielleicht ja doch. Vielleicht, ja, vielleicht überlege ich mir das ja noch anders. Jetzt warten wir, bis die Lava hier abgeflossen ist, weil vielleicht befinden sich dahinter ja noch Diamanten oder so.
verschwinde in den Kopf. Jawohl. Der sagt nichts mehr. Meine Güte, jetzt schwimm doch weg, Lava. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich will hier nicht ewig warten müssen. Oh, Mikrofon voll gedischt. Voll gegens Mikro gedischt. Ja, komm, wir gehen weiter. Ich warte da nicht drauf. Dann gehen wir zumindest schon mal das Wasser abstellen, wenn wir da die Quelle finden. Ist ja auch nervig. Das sind sogar zwei Wasserquellen, als ob eine nicht... Mist, verdammt da. Tja, im Gegensatz zu dir, Kollege, können wir zumindest treffen. Zwei Wasserquellen. Oh, Lapis Lazuli. Wir haben ja so wenig. Ah, ich komm, das nehmen wir mit. Puh, warum denn nicht, ne? Oh, wir saufen hier gleich. Mal aufpassen. So. Auf der Lapis-Lazuli-Ebene gelandet. Die Hacke gezückt. Mensch, ist hier viel. Kann man da neuerdings... Nee, ich dachte schon, das geht mehr wie 64 zu stacken. Ja, guck mal, noch mehr. Ey, das ist aber nicht mehr normal. Das ist ja jetzt schon... Also, ich kriege langsam Angst. Langsam aber sicher ist hier... Meine Fresse. Wir werden hier zugeschüttet mit Rohstoffen. Boah, wie, ey. Ich weiß doch, wie ich vor zwei Episoden... Ach, vor zwei... Vor fünf Episoden oder so gesagt habe, das ist hier alles sehr rohstoffarm. Das muss ich zurücknehmen. Guck dir das mal an. Ja, dann nenne ich einen Aufzug. Ganz sanft nach unten geglitten. Und wir haben noch nicht mal dabei gelitten. War der schlecht. Ha! Ich dachte, ich habe Lapis-Lazuli gesehen. Ich hab Hallus. Ich habe irgendwelche Halluzinationen. Ja. Die hat man schon mal hin und wieder. So ein paar Hallus, ne? Nicht, dass das jetzt unbedingt was Schlechtes ist. Oder was Gutes. Das ist natürlich Definitionssache. Wenn man von irgendwas Hübschen halluziniert, warum nicht? Ja, natürlich. Hallo. Verschwinden Sie! Ey, was ist denn hier an Monstern? Das ist doch nicht mehr... ja, normal. Alter. Ich find's aber gut, ehrlich gesagt. Guck mal, ich habe die Partikel hochgeschraubt. Guck mal, wie die am Glänzen sind, die Redstone-Brocken. Boah. Beim letzten Mal hatte ich ja verringerte Partikel aktiviert. Und jetzt habe ich die auf volle Pulle geschraubt. Ich habe alles jetzt auf volle Pulle geschraubt, außer die Sichtweite. Wobei ich glaube, ich selber das machen könnte. Mit meinem neuen Grafikwunder. Muss man sich ja auch mal gönnen, ne? Nein! Enderman, nicht angucken. Der kann uns so schnell ausnocken. Vor allem, wenn unsere Rüstung kaputt... Hauen Sie bitte ab. Sie sind doch so lieb. Sie haben so wunderschöne Augen. Ich will Ihre Perle auch gar nicht haben. Wobei... Ich glaube, das Risiko ist einfach zu groß. Warte, ich baue mir so einen Schutzraum, wo der nicht rein kann. Hier so ein 2x2-Ding. Wenn ich mich hier reinstelle, dürfte der mich eigentlich nicht treffen, ne? Weil er ja 3 hoch ist. Hoffen wir mal das Beste. Oh, oh. Erstmal das Skelett. So. Da gehen wir gleich her. Jetzt verkloppen wir erstmal den Kollegen. Den Mr. Enderman. Boah, wie viele Wege hier sind. Wie viel Gold. Was macht der denn? Verschwinde! Ist ja billig. Jetzt hat er nur mal versucht, wegzuteleportieren. Was für eine Lusche. Und die Geräusche haben die anscheinend auch entfernt. Früher haben die doch immer so gemacht. Da hat sie richtig Schiss bekommen manchmal, wenn es dunkel draußen ist. Also nicht nur in Minecraft, sondern auch hier. So, wir sind mal wieder bei der Lava gelandet. Und werden hier mit Gold zugeschmissen. Und Redstone. Meine Fresse, wir können ja gar nicht mehr mitschleppen. Da muss das Holz dran glauben. Das ist nicht normal, was wir hier ausbuddeln alles. Alter, das ist die rohstoffreichste Gegend, die ich bisher gesehen habe in Minecraft, glaube ich. So, da gehen wir nicht her. Hä? Habe ich mal eben so übersehen. Und das hier auch, fast. One on one mit den Bogen, aber weil das Schwert macht es nicht mehr lange.
Arme Fledermaus, das war nicht beabsichtigt. Mist, ey. So. Dann gehen wir erstmal die Erfahrungskügelchen aufsammeln. Vielen Dank. Die nehmen wir mit, ne? Die brauchen sie ja sowieso nicht mehr. Sie sind ja schon verreckt. Ach Mann, ich verklopp immer die armen Fledermäuse. Wenn das Batman rausfindet, ey, dann schickt er mir Robin auf den Hals. Und wenn ich Robin ver... In der Hexe, nein, die können einen vergiften und dann stirbt sie sowas von schnell. Das ist die erste Hexe, die wir im Let's Play gesehen haben. Und der Hexe. Und der Hexe hat direkt einen Trank gedroppt. Ach, da geht's auch noch weiter. Ey, was ist denn das für eine Höhle? Jetzt aber mal, hallo. Was ist das für ein Trank? Ist da was drin? Glasflasche, die kannst du behalten. Dann nehme ich doch lieber die Truhe mit. Okay, hier ist Ende. Ende im Gelände. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich muss sie leider doch verhauen. Weil ich hier schon wieder laber, ey. Wir kommen, glaube ich, wieder näher an die Oberfläche. Da müssen wir auch so langsam hin. Denn jetzt ohne Witz, Platz wird langsam sehr, sehr knapp. In unserem Inventar. Sowas von knapp. Das darfst du keinen erzählen. Das darfst du keinen... Hier fehlt mir irgendwie so eine Fackel an der Wand. Ach toll, Sackgasse. Das fällt mir jetzt so auf. So nebenbei ist ja eine Sackgasse. Kann man machen, ne? Ist ja jetzt nicht so wild. Ist einfach eine Sackgasse. Ich höre irgendwo was rumkrabbeln. Und das mag ich schon mal gar nicht. Hä? Habe ich hier schon gerade ausgeleuchtet? Oder warum sind hier Fackeln? Ja, hab ich. Ach, wir kommen da wieder in unsere Mine. So langsam. Perfekt. Die Frage ist... Wobei, unsere Mine ist doch... Ah, der hat mich gesehen. Viel höher gelegen eigentlich. Hier unten ist die doch gar nicht. So, die Kollegen, die haben wir zum Schweigen gebracht. Besser ist das. Machen wir hier kaputt. Nimm das Eisen mit. Ey, wenn wir das nachher alles zu Hause brutzeln, ne, was das dann Level regnet. Von das Gold. Das Gold ist ja so wertvoll für Antriebsschienen und für viele andere Redstone-Sachen, glaube ich, auch noch. Dass wir so viel hier finden, ne? Ey, guck dir das mal an. Wir haben fast einen Stack Gold. Also, ich wiederhole mich, aber normal ist das nicht. Auf gar keinen Fall. Also zumindest nicht für unsere Verhältnisse. Da ist das sowas von unnormal. Sowas hier zu finden, solche Reichtümer. Solche Schätze. Mein Schatz. Mein Eigen. Mein Eisen. Ja. Gollum, ne, Darin. Das neue Ungeheuer von Mittelerde. Darin, scheiße, ey. So. Wir laufen erstmal den anderen Gang, bevor wir da wieder in die Mine stoßen. War doch hier noch irgendwo was zum Herlatschen. Genau hier. Schleime sind hier auch am Spawnen. Ey, hier ist alles. Hier findest du alles. Ich glaube, da ist eine Sackgasse. Das ist gut. Wieder massig Eisen. Boah, wir müssen, wenn wir hier rauskommen, wir müssen nie wieder eine Ressourcentour machen, glaube ich. Außer vielleicht Redstone. Das geht ja schon ziemlich schnell drauf, Redstone. Wenn man da Komparatoren und Verstärker und alles bauen muss. Ja, Sackgasse. Dann geht schon ganz viel drauf von den Redstone. Obwohl wir schon wieder 3 Stacks im Inventar haben. 3 Stacks, das hört sich so viel an, aber das ist nix. Ich mach mal hier so eine Querlinie, dann weiß ich, da ist Ende. Wenn ich das sehe, dann weiß ich, finito. Muss ich ja dann nicht ganz zubauen. So. Dann können wir jetzt wieder hier in die Mine vorstoßen. Beziehungsweise vielleicht... Hier war ich doch schon mal. Weil ich habe hier ausgeleuchtet. Ich glaube, wir sind ganz am Anfang der Mine. Wir sind jetzt so einmal im Kreis gerannt. Ey, perfekt. Dann mache ich hier zu. Und gut ist. Ja. Geil. Da können wir von hier jetzt auch entkommen. Hier war doch der Ausgang irgendwo in der Nähe. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir laufen einfach mal hier zurück. Ja, das war vielleicht nicht ganz so klug.
Hier ist der Ausgang, ne? Ja. Da oben ist unser Boot. Glaube ich. Oder war ein Grafikfehler? Ne, da. Da ist unser Boot. Geil. Müssen wir nur lebend hier rauskommen. Das könnte ein bisschen schwer werden, eventuell. Wobei, komm, wenn wir... Ich versuche noch... Erstmal hier aus dem Wasserloch zu kommen. Ich versuche noch den Rest der Mine zu erkunden, weil anscheinend haben wir fast alles gesehen. Dann können wir die Mine hier nämlich komplett vernachlässigen demnächst. Wenn wir hier alles gesehen haben. Mach mal da weg. Ich sehe nichts. Ah, hier ist nichts mehr. Okay, perfekt. Hier geht's aber noch weiter. Okay. Ich freue mich, wie... Okay, von hier sind wir schon mal gekommen. Bauen wir dazu, dann weiß ich, ist Ende. Ja, dann gehen wir zurück. Wir gehen zurück, wir verlassen die Mine. Hier ist sowieso nicht mehr ganz so viel zu schaffen. Denke ich. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit den Auftauchen. Weil jetzt haben wir eine Strömung. Ah, verdammt. Wir sind ja so schon verreckt, wenn wir hier jetzt verrecken, ne? Einfach schwimmen. Ja, geht noch nicht mal. Weil da oben der Steinklops im Weg ist. So, versuchen wir unser Glück. Einfach schwimmen. Ist einfach gesagt, ne? Wegen der Strömung. Perfekt. Nein. So. Das schaffen wir. Notfall fressen wir am Brot. Ah, ist das geil. Wir sind raus. Jetzt nur noch nicht verrecken. Ja, das schaffen wir. Keine Angst. Und es ist hell. Und jetzt könntest du mal sehen, was ich hier für eine Weitsicht jetzt eingestellt habe. Wir sehen alles. Da müssen wir hin. Ey, wir haben überlebt und wir haben die ganzen Schätze. Boah, sind wir gut. Ich freue mich wie so ein Schnitzel. Mine erkundet. War leider kein Unterwasser-Dungeon. Haben wir noch immer nicht gefunden. Ey, finden wir schon noch. Irgendwann. Hier ist ja, ich glaube, Ozeanbiom. Da Biom Ocean. Ocean. Ocean 12. Ja, da finden wir schon irgendwo ein. Hoffe ich. Ich weiß ja nicht, wie selten oder wie unselten so ein... Karnickel schon wieder. Wie selten oder unselten so ein Biom ist. Biom. So ein Wassertempel ist. Das weiß ich ja nicht. Und da sind wir. Ich glaube, wir müssen hier so einen Hafen errichten. So einen kleinen. Können wir vielleicht sogar... Ach, hier ist alles gewachsen. Ah, ist das schön. Also, das sieht jetzt nicht so schön aus. Und jetzt kommt diese Fjordmusik. Kommt mir vor wie in Schweden. Können wir direkt schlafen. Ja gut, noch nicht. Ah, jetzt... Wir müssen jetzt unser Haus erweitern, weil ich brauche Platz für Truhen. Eine Menge Truhen. Habe ich noch Holz? Ne, habe ich ja weggeworfen. Aber ich habe eine Truhe. Komm, mit der Truhe in der Hand gehe ich jetzt schlafen. Meine herzallerliebste Truhe, mit der kuschel ich in meinem Bett. Aber ist die Musik laut und ich kann die nicht leiser machen, weil wenn ich leiser mache, pass auf, ist sie weg. Der ist schon so leise gestellt. So. Gute Nacht. Oh, ich bin müde hier. Das war ja auch ein harter Tag war das. Oder wie viele Tage auch immer wieder unten drin waren. So, Redstone können wir hier schon mal reinlagern. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir es in dieser Episode noch aus der Höhle schaffen. Und das auch noch ohne rumzuschieten. Also mit Cheat meine ich, uns nach oben einfach rausbauen. Es hat funktioniert. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall mehr Öfen. Auf jeden Fall, ja, erstmal brauche ich mehr Steine für mehr Öfen. Komm mal her da. Machen wir zwei neue. Dann haben wir vier. Das könnte vielleicht schon, ja, reichen, auf gar keinen Fall, aber da können wir Sachen zumindest schon mal schnell brutzeln oder schneller brutzeln. So, Eisen und ein bisschen Gold haben wir auch. Da haben wir auch noch Gold, aber auch, guck mal, wie viel Eisen wir haben, das ist doch nicht mehr normal. Hier, Diamanten kommen da hinten hin. Hier unten ist gleich alles voller Eisen.
Können wir schon wieder Blöcke draus zimmern. Kann ich die Truhe neben's Bett stellen? Nee, das geht nicht. Das wusste ich schon. Hier, wir bauen jetzt einfach... Wir bauen ein bisschen um. Denn das dürfte klappen. Genau. Ist doch voll... So eine richtige Messi-Bude, ey. Ist, aber richtig. Sättelchen. Knöchelchen. Pfeile behalten wir. Lapis-Lazulichen. Kommt hier auch rein. So. Bisschen Fleisch. Ja gut, das behalten wir so. Perfekt. Müssen wir jetzt nur noch warten, bis das alles gebrutzelt ist. Dann können wir das Feld abernten gehen. Beziehungsweise erstmal in der nächsten Episode. Ja, wir sind hinausgelangt aus der Monster... Nee, aus der Monsterschlucht, Schrägstrich, ultra coolen Geheimoperationsmine. Ich hab, nee, keine Ahnung, so hieß sie ja nicht. Das war die Mine von Morinein. Zumindest ein Teil davon. Der größte Teil von Morinein ist noch irgendwo unter Wasser bedeckt. Den werden wir auch nicht erforschen können. Und ja, das war's. Wir sind an der Oberfläche. Wir können jetzt direkt... mit unserer Untergrundbasis weitermachen. Die werden jetzt weiter bauen, beziehungsweise anfangen zu bauen. Wir haben ja noch nicht mal so wirklich angefangen damit. Und damit geht es dann in der nächsten Episode weiter. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich natürlich über Kommentare oder Likes sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag, Abend, Morgen noch, was auch immer. Und wir sehen uns. Tschüss.